Ich fühle mich nach dem Training echt gut und mache es aktuell auch noch jeden Tag gerne. Ein Ziel hat das Spiel damit auf jeden Fall schon mal erreicht. Ich mache das erste Mal seit langer Zeit wieder Sport. Und damit ich es jetzt auch mal länger durchziehe, werde ich, wie eben schon gesagt, in 3 Monaten nochmal ein Video zu dem Spiel machen und berichten, wie es mir bis dahin damit geht. Ich hoffe, das motiviert mich ausreichend. Ihr dürft mich gerne daran erinnern. Hallo und herzlich willkommen hier bei Tendo TV. Mein Name ist Super Mario und ich präsentiere euch heute mein schon länger angekündigtes 2. Video zu Fitnessboxing für die Nintendo Switch. Seit meinem Videotest sind mittlerweile ziemlich genau 3 Monate vergangen und ich habe tatsächlich jeden Tag trainiert seitdem. Das Video habe ich euch versprochen, um zu zeigen, was das Training bringt und ob die Software etwas taugt. Und muss ich mehr sagen? Ich denke nicht. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Super Mario. Tja, wenn es nur so leicht wäre. Aber die Realität ist leider eine andere. Vor 3 Monaten hatte ich euch versprochen, dass ich Fitnessboxing weiter nutze, um zu trainieren und euch dann zu berichten, was das Training nach längerer Zeit bringt. Doch es kam, wie es so oft beim Sport kommt, nämlich etwas dazwischen. Ich war hochmotiviert, habe wochenlang tatsächlich jeden Tag mit Fitnessboxing mindestens 1/2 Stunde trainiert und irgendwann sogar angefangen, weitere Übungen daneben zu machen. Jeden Tag 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen und 10 Kilometer laufen. Nein, natürlich nicht. Ich will ja nicht noch mehr Haare verlieren. Aber ich habe tatsächlich nebenbei noch Liegestütze und Sit-Ups gemacht, um das Training zu erschweren. Und das hat wirklich gut funktioniert. Bis zu meinem kaputten Knie. Auf einmal schwoll mein linkes Knie an. Es sammelte sich wohl Flüssigkeit darin. 2 Besuche beim Orthopäden später war die Diagnose klar. Entzündung im Schleimbeutel. Klingt fies, ist es aber eigentlich nicht. Ich konnte mit dem Knie sogar ganz normal weiter trainieren. Aber da die Entzündung einfach nicht wegging, wurde das Knie irgendwann punktiert und ich bekam eine entzündungshemmende Spritze da rein, sowie einen Pressverband, der 1 Woche lang dranbleiben musste. Und mit dem war jede Bewegung des Knies unmöglich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste das Training unterbrechen. Und als der Verband ab war, wollte ich sicherheitshalber noch 1 weitere Woche Pause machen, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Und so kam es zum Unausweichlichen, denn die Pause war einfach zu lang und ich fing gar nicht mehr an zu trainieren. Doch irgendwann las ich die ersten Kommentare unter dem Videotest, die nach dem 2. Video fragten und mir war klar, dass ich wieder ran muss. Also habe ich Mitte März nach genau 46 Tagen ohne Training wieder angefangen. Das ist jetzt 2 Wochen her und seitdem bin ich tatsächlich dran geblieben, habe jeden Tag nicht nur 30 Minuten Boxtraining gemacht, sondern auch weiter Liegestütze und Sit-Ups, denn das Training ist wirklich gut. Es macht mir total viel Spaß. Ich habe für mich wieder nur ganz klar gelernt, dass das Schwerste am regelmäßigen Training das Anfangen ist. Wenn ich einmal drin bin und merke, wie sich mein Körper trotz gefühlt ständigem Muskelkater verändert, kommt die Motivation von ganz alleine. Wie das Spiel funktioniert, habe ich euch ja schon in meinem Videotest erklärt. Hier geht es jetzt kurz darum, was das Ganze bringt. Wenn es um Fitness geht, dann schwört jeder auf etwas anderes. Die einen gehen joggen, die anderen ins Fitnessstudio und wieder andere schwören auf bestimmte Sportarten. Anders betrachtet geht es manchen um Ausdauer und anderen um Kraft.
Ich kann nicht beurteilen, was die beste Methode ist, um fit zu werden. Wobei ja schon die Frage ist, was man unter fit sein oder werden überhaupt versteht. Vielleicht will man abnehmen, vielleicht will man muskulöser werden oder vielleicht will man auch nicht einfach jedes Mal schon nach 2 Treppenstufen aus der Puste sein. Jeder hat da seine individuelle Vorstellung. Und Fitnessboxing ist in meinen Augen für ein paar dieser Dinge richtig gut geeignet. Perfekt eignet es sich dafür, wenn man lange keinen Sport gemacht hat und endlich mal wieder was für seinen Körper tun will. Die Übungen fangen einfach an, sind aber am anderen Ende der Software auch richtig anspruchsvoll. Macht man zum Beispiel die beiden Profi-Trainings in hoher Intensität und mit einem schnellen Lead, dann weiß man nachher, was man getan hat. Und wenn einem das irgendwann keine Herausforderung mehr ist, dann ergänzt man halt einfach andere Sachen. So mache ich, wie gesagt, vor, zwischen und nach den Übungen zusätzlich Liegestütze und Sit-Ups. Vor allem, als ich nach meinen 46 Tagen Pause wieder eingestiegen bin, natürlich direkt auf dem Niveau, auf dem ich aufgehört habe, war ich nach dem Training immer völlig fertig. Aber es hat sich jedes Mal gut angefühlt. Trotz Muskelkater fühlte ich mich danach immer frisch. Und das Spiel gibt durch die vielen verschiedenen Übungen, die Musikstücke und die vielen freischaltbaren Kleidungen für die Trainer reichlich Motivation, immer weiterzumachen. Okay, die Kleidung alleine ist es natürlich nicht, aber mir hilft es einfach, wenn ich weiß, dass das Spiel noch etwas enthält, das es mir noch nicht offenbart hat. Auch wenn ich weiß, dass ich die über 100.000 Schläge vermutlich erst am Ende des Jahres erreichen werde, will ich es trotzdem schaffen. Fitnessboxing ist aber auch als begleitendes oder ergänzendes Training ganz nett. Wenn man nebenher einen anderen Sport macht, kann man zwischendurch mit dem Boxtraining seine Körperbeherrschung gut trainieren. Die Software hilft dabei, richtig atmen zu lernen, das Gleichgewicht zu verbessern und Bewegungen zu erlernen, die man im Alltag eher nicht braucht. Ich glaube zwar nicht, dass man damit grundsätzlich besser im Boxen wird, da man ja nur in die Luft schlägt und keiner wirklich darauf guckt, ob man die Bewegung auch richtig macht, aber es schadet auf jeden Fall auch nicht. Ich fühle mich nach 4 Monaten Training mit den besagten 46 Tagen Pause jedenfalls richtig gut. Es macht nach wie vor Spaß, ich merke, dass ich fitter und vor allem flexibler werde und kann auch mal einem Zug nachrennen, ohne danach ein Sauerstoffzelt zu benötigen. Wer also einen Anreiz bzw. eine Motivation sucht, endlich mal wieder Sport zu machen oder ergänzend zum bereits stattfindenden Sport auch etwas für zu Hause haben will, der ist in meinen Augen mit Fitnessboxing richtig gut bedient. Die Übungen sind wahlweise leicht bis fordernd, es gibt viel zu entdecken, die Musik ist wirklich gut und abwechslungsreich und es macht einfach Spaß. Auch nach Wochen noch. Statt bei schlechtem Wetter nicht joggen zu gehen und auf der Couch zu lümmeln, kann man dann auch noch anders Sport so machen, dass es Spaß macht. Und vielleicht kommen die Muskeln bei mir irgendwann doch noch. Oder mir fallen die Haare aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.